Willkommen zurück zu Let's Play Star Revenge 3 und wir wollen heute noch weitere Teile des ersten Levels erforschen. Ich habe dafür wieder die Einstellungen ein wenig abgeändert, damit es möglichst wenig Slacks kommt, kann wieder zu kleinen Asynchronitäten führen, aber das versuche ich wie immer möglichst gut auszugleichen und hier bin ich vollkommen falsch. Wir müssen den anderen Weg einschlagen, den hier. Und da kommt der erste wirklich schwierige Parcours. Wie wir das angehen, weiß ich noch nicht wirklich. Eventuell mit gezielten Weitsprüngen oder so. Ist auf jeden Fall nicht so leicht. Und wir wollen auch noch den 100-Münzen-Stern holen. Ich glaube, da gab es auch eine Anspielung ans erste Spiel von dem Hackersteller. Hello tourist, following this path you will come to the Palm Park after a little while. Coopers loves this place very much. Have a nice day. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, dass Cooper hier hinrennen wird und hier das Rennen endet. Ah ja, ich habe schon gesehen, da ist auch die Flagge von Cooper. Vielleicht machen wir das auch schon in diesem Part. Hier ist der Parcours. Auf jeden Fall nicht leicht. Wenn wir runterfallen, dann können wir wenigstens ein paar Münzen holen. Aber das ist nicht das Ziel. Wir wollen hier schon durchkommen. Okay, der Steiger ist schon mal weg. Und bisher sieht es sehr gut aus, muss ich sagen. Oh, fuck. Aufpassen. Die Münze holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Und da ist ein Feuerding drauf. Das heißt, wenn wir da jetzt mit dem Triple Jump drauf gehen, haben wir ein Problem. Ich versuch's mit einem Weitsprung darauf. Okay, das war zu hoch. Egal, wir haben schon mal die Münze. Und ja, hier ist die Flagge. Hier ist noch eine, das weiß ich. Nummer 6. Und dann brauchen wir auch nur noch eine Münze. Und die haben wir hier. Sehr schön. Und nun zur Anspielung. The 100 Coin Star. The 100 Coins formed a Rainbow Star. So rum. I know that you still want ice cream from me, but I don't have any. Do we need to talk about this in every hack? Ja. You have now 3 Rainbow Stars. There seem to be many more on them on En Savoir. Keine Ahnung. Maybe you should collect more of them. Natürlich. 65 Stück insgesamt werden wir in diesem Let's Play sammeln müssen. Und die werden alle nicht einfach. Beziehungsweise zumindest die meisten von denen werden nicht einfach. Okay. Häng dich dran. Perfekt. Versetzter Weitsprung. Perfekt. Das wird schwierig. Das ist die schwierigste Stelle an diesem Parcours. Denn das Feuerding fuckt übelst ab. Ich glaube, es ist am besten, wenn man es triggert und dann mit einem schnellen Sprung rüber geht. Und dann mit einem weiteren schnellen Sprung weitergeht. Okay, gut. Das nächste Feuerding fuckt aber auch ab, weil das kann man nicht triggern, genau. Ich habe eine Idee. Hat nicht funktioniert, okay. Och nee, sag mir nicht, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder schwimmen. Ja, leck mich doch. Okay. So, soeben durfte ich den ganzen Weg nochmal hierher schwimmen. Beziehungsweise laufen dann am Ende. Danke für gar nichts, Spiel. Ich weiß echt nicht, wie wir an dem Feuer da vorbeikommen sollen. Nein! Da bin ich leider durch die Kamera runtergefallen. Das könnte öfters passieren, denn die Kamera in SN64 ist extrem scheiße. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Mechaniken von Mario 64 nicht kennt, weil ihr neuer Zuschauer seid, dann schaut auf jeden Fall mal das Let's Play vom Originalspiel und von Star Road, da erkläre ich alles. Am besten das Originalspiel. Ich glaube, in Star Road habe ich auch gesagt, dass ihr bitte das mal anschauen sollt, wenn ihr es nicht kennt. Denn die Basic-Sprünge sollte man schon kennen, wenn man das LP verfolgt.
Na, komm, spuck nochmal. Sehr gut, sehr gut. Wie soll man das angehen? Keine Ahnung. Triple Jump eventuell. Nice. Das war sogar ungefähr so geplant. Nicht ganz so, aber fast. Okay, es geht aber noch weiter. Wir können immer noch failen. Da vorne ist auch noch so ein Feuerteil. Da dürfte man mit einem gezielten Weitsprung hochkommen. Ist normalerweise am sichersten, wenn man sich dann festhalten kann. Okay, Glück gehabt. Da wäre ich fast runtergerutscht. Zwei Plattformen, zwei Feuerteile. Warum? Warum, Entwickler? Das ist assi. Und ich bin runtergefallen und darf den ganzen Weg wieder schwimmen. Dankeschön. So langsam fuckt mich der Laufweg ein bisschen ab, aber gut, es gehört dazu, wenn man ohne Self-State spielt. Halt dich fest. Sehr gut. Krüppeliger Weitsprung. Okay. Und jetzt wieder der Scheiß. Gut. Jetzt das hier. Diesmal ohne Chuck hier, aber das Feuer zündet mich an. Ganz toll. Das heißt, wir müssen alles nochmal von neu machen. So, nochmal den hier. Den habe ich mittlerweile drauf. Das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht schwierig. Und auch das ist nicht schwierig. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ohne den Chuck hier ist es aber weniger riskant mittlerweile. Und das hier ist reine Glückssache. Zwei Feuerdinger. Wie mache ich das? Ich versuche jetzt mal möglichst weit links zu landen. Und irgendwie dem Feuer auszuweichen, keine Ahnung. Ich kann die Kamera nicht mal gescheit einstellen. Okay, mega viel Glück. Ich hoffe mal, das können wir ausnutzen. Ausweichen. Ja! Nice one! Okay. Das haben wir verhältnismäßig eigentlich ziemlich schnell hinbekommen. Und wir kriegen weitere zwei Leben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Koopa. Oder nein, vorher, bevor wir Koopa machen, will ich noch etwas machen. Und zwar holen wir uns jetzt den Fake-Stern. Jetzt habe ich über 100 Münzen und jetzt kriegen wir da zwei Leben raus. Und Game Over ist auf jeden Fall deutlich schmerzhafter als bei Star Road. Huch, da war auf einmal die Musik weg vom Spiel. Ich hoffe mal, das passiert nicht so häufig. Aber gut, Hacks sind nie komplett perfekt, deswegen ist nicht schlimm. Da musste ich einfach eben kurz speichern und wieder neu laden, da war es wieder okay. Gut, 8 Leben. Und wir fordern Koopa einfach mal raus. Hey Mario, you are here too. This place is so peaceful, unlike the Mushroom Kingdom. Hey, do you want to do a race? Let's say to the Palm Park. Ah, sagt sogar. You get one of those rainbow stars if you win. Okay. Ich hoffe mal, wir gewinnen. Der Weg ist nicht so schwierig. Das kann man auf jeden Fall schaffen. Ich meine, im Speedrun bin ich nicht so gut, aber mit simplen Hechtsprüngen sollte man da eigentlich schon gut was schaffen. So, hier kann man bestimmt irgendwie ganz schnell hoch, aber egal. Dürfte so schon klar gehen. Hier wieder ein paar Hechtsprünge. Auf jeden Fall nicht anzünden lassen, das wäre sehr ärgerlich. Okay, die habe ich nicht so gut genommen, die Brücke, egal. Das auf jeden Fall so lösen. Und geschafft. Okay, das erste Koopa-Rennen ist einfach. Wie er runterjumpt. Nice! I'm still a loser after all these years of training. Loser. Well, I should crash my head against the wall. Alter. Take the star. I found it in the water while I was swimming. The water is very warm here. Ja.
gehört sich ja wohl für den Urlaub. Und der Stern ist auf der Box da hinten. Prima. Nummer 5. Durch die ganzen Cuts habe ich jetzt wieder das Zeitgefühl verloren, aber ich glaube, wir sind so ungefähr bei 10 Minuten. Irgendwo soll er rum. Gut. Wir haben jetzt wie viele Blue Coins? 6 Stück. Dann ist es jetzt mein Ziel, noch die letzten beiden zu bekommen. Die Frage ist nur, wo die sind. Wir haben auf jeden Fall eine noch bei dem einen Parcours da hinten. Und die letzte weiß ich gerade nicht. Hier ist nämlich noch eine. Die sollten wir eigentlich recht schnell kriegen können, es sei denn, wir fallen runter. Gut. Nein! Verdammt. War ja klar. Dann werde ich den ganzen Weg nochmal schwimmen müssen. Okay, nächster Versuch. Oh, Glück gehabt. Hier am besten, genau. Einfach direkt nochmal hochspringen, dann geht's mit den Feuerdingern meistens. Hätte ich eben schon machen sollen. Okay, gut. So, ich habe leider keine Ahnung, wo die achte ist. Ich versuche jetzt einfach wieder zurückzukommen irgendwie. Nice. Perfekt. Wo ist die achte Blue Coin? Wir schauen mal unten beim Palm Park. Da könnte es sein. Die hier drin habe ich geholt, ne? Ja. Okay. Aber hier waren noch schon zwei Stück. Ich denke nicht, dass hier noch eine ist. Okay. Lass uns mal eben woanders schauen. Ich habe noch so ein paar Ideen. Zur Not schneide ich sie halt rein, aber wir schauen mal ein bisschen vorher. Ich meine, ich werde in diesem Part eh nicht mehr machen, deswegen ist es ganz gut, wenn wir noch ein bisschen suchen. Sonst ist der Part zu kurz. Ich meine, ich könnte jetzt auch das ganze Schwimmen so drin lassen, dann wäre Part auf jeden Fall lang genug, aber das wäre, denke ich, nicht gerade sinnvoll. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Ich habe die Vermutung, dass es hier irgendwo ist bei den Boxen eventuell. Oder am Start irgendwo, das könnte auch sein. Die hier hatten wir schon. Ich probiere es mal am Start. Hier bei den Boxen glaube ich eigentlich nicht. Oder auf dem Steg war ja schon eine. Hier vielleicht auf den Häusern drauf. Ja. Sehr schön. Okay, dann haben wir doch nicht so lange gesucht. Wo ist der Stern jetzt erschienen? Irgendwo da hinten. Ich glaube hier auf dem rechten Pfad irgendwo. Sehen wir den? Ach nee, ich weiß wieder. Hier. Hier war ja der Schattenstern. Okay. Dann haben wir Stern Nummer 7. Oder 6? Ich glaube 7. Okay, 6. Egal. Gut, dann würde ich sagen, ist der Part jetzt etwas kürzer, glaube ich. Glaube ich jetzt einfach. Nicht so schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Part in der zweiten Welt. Es kann bei dem Projekt hier immer mal sein, dass irgendwelche Parts zu lang oder zu kurz sind. Das wird variieren. Später wird es viele Parts geben, die wahrscheinlich dann zu lang sind. Mal sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Welt 2 und ich stelle mich schon mal vor die Röhre. Na, so. Bis dann, ciao.